heute mal aus einer anderen Perspektive. Das hat nämlich einen Grund, weil heute wollte ich mal ein bisschen ein anderes Video machen, weil, ihr merkt schon, es ist immer ein bisschen, ja, was anderes, als wenn man nur die Hände zeigt, wenn man jetzt in seiner ganzen Pracht hier sich zeigt. Ich bin ganz normal, ich bin nicht geschminkt, bisschen Wimperntusche und habe ja Lumpi-Klamotten an, weil ich unbedingt hier in meinem Zimmer was machen muss. Hier sieht es aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Ich habe ja für die Jugendweihe von meinem Kind verschiedene Sachen gebastelt. Dann die Deko, die Gastgeschenke und tausenderlei Sachen habe ich hier liegen, angefangen, probiert und da mal und hier mal, weil ich eigentlich gar keine Zeit hatte. Und ich bin ja sowieso eher so ein Chaos-Bastler. Ich fange tausend Sachen an und ja, so dementsprechend sieht es dann hier auch aus. Und ich muss jetzt unbedingt was machen. Und dann würde ich das gerne noch mit einer anderen Sache kombinieren. Ich habe nämlich von der Firma Red Road diesen Akkustaubsauger bekommen. Den darf ich mal testen. Und gerade hier im Bastelzimmer gibt es hier viel wegzusaugen. Schnipsel und dann klebt da auch mal was und Blümchen und ja, wisst ihr ja selber, wie das so aussieht. Ich erzähle euch im Laufe des Videos immer noch mal ein bisschen was davon. Ich werde jetzt trotzdem euch erstmal wieder in eure gewohnte Position bringen und einfach erstmal zeigen, was bei diesem Staubsauger so alles dabei ist. Ihr braucht keine Angst haben, das wird jetzt kein komplettes Werbevideo oder so, aber ich habe den schon mal ein bisschen getestet hier zu Hause bei mir. Bei uns ist es immer dreckig, wir haben einen Hund und ja, einen Garten direkt an der Küche und dementsprechend sieht es auch, so sieht unser Fußboden eben auch aus. Gehen immer alle rein und raus. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der dann sagt, Schuhe ausziehen oder, weiß ich nicht, den Hund erstmal waschen, bevor er ins Haus darf. Nee, ich wohne auf dem Dorf, bin so groß geworden und es ist jetzt bei uns nicht immer klinisch rein. Und deshalb fand ich das Angebot für diesen Staubsauger, ja, sehr verlockend. Ich habe schon mal ein bisschen bei den Amazon-Rezensionen gelesen. Da sagen viele, der ist besser als der Dyson. Kann ich nicht beurteilen. Keine Ahnung, weil ich keinen Dyson habe. Und ja, also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen riesen Frühjahrsputz. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch eine Anregung, weil ich zeige es euch gleich. Hier sieht es echt mega schlimm aus. Aber bevor das losgeht, gucken wir erstmal hier in die Packung rein und da zeige ich euch erstmal, was alles dabei ist. So, also das kam jetzt nicht so an, wie ich es euch gleich zeige. Das war alles schön. Also wirklich super verpackt. Jedes in einem einzelnen Karton. Und weil ich ja alles schon ausprobiert habe und die Pappe entfernt habe, zeige ich euch das jetzt so falsch rum. So, also ihr habt hier mega viel Zubehör. Ich verlinke euch dann, falls euch das interessiert, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung den Direktlink, wo ihr das alles oder dieses Set kaufen könnt. Nur mal ganz kurz. Also erstmal rein optisch sieht er total genial aus, finde ich. Ihr habt hier so eine weiße Stange, wo ihr dann einfach halt so rum dieses Teil dran steckt. Super einfach. Nichts Aufregendes. Es kommt dann einfach hier dran und schon kann es losgehen. Ihr habt hier so eine spezielle Tierhaarbürste dabei. Ich weiß, bei dem Dyson muss man alles extra kaufen. Da hat man, ich glaube, so eine Grundausstattung ist dabei. Und hier ist wirklich alles dabei. So eine Tierhaarbürste. Dann natürlich die Wandhalterung, um den Akku zu laden. Ob wir das benutzen, weiß ich noch nicht. Ist ja auch immer so eine Platzfrage. Man kann das natürlich auch direkt so laden. Also da brauchen wir jetzt nicht unbedingt diese Wandhalterung. Dann haben wir einmal so eine Bürste, wo man entweder so saugen kann oder eben
mit Bürste. Und es wird eben alles nur so dran gesteckt. Dann einmal so ein Exemplar. Dann habt ihr, was ich auch mega finde, hier so einen Ellenbogen, irgendwas heißt das. Also ihr könnt dann quasi um die Ecke rumsaugen. Finde ich mega praktisch. Gerade auch, wenn ihr hinterm Schrank Spinnweben oder so. Also das finde ich richtig cool. Dann einmal, ja, hier so ein schmales, um in Ritzen zu saugen. Sieht auch cool aus, in lila. Dann habt ihr, was ich auch mega genial finde, nochmal Ersatzbürsten dabei. Ich zeige euch das gleich nochmal. Dann eine Verlängerung, wenn euch dieser Stab hier zu kurz ist. Diese Verlängerung und den Sauger an sich. Also hier, gell, ist schon benutzt. Ja. Und wie gesagt, es ist einfach alles, müsst ihr ja nur hier dran stecken und dann kann es direkt losgehen. Das könnt ihr entweder direkt hier dran machen und saugen oder aber mit dem Stiel, der dabei ist. Was ich jetzt, ihr habt hier einen abnehmbaren Akku, das bedeutet, ihr könnt den Akku nachkaufen, was ich sehr gut finde. Hier oben habt ihr ein Display, wo dann da steht, wie viel Saugleistung ihr noch habt. Also könnt ihr einstellen zwischen leicht, medium und Power. Bei Power ist klar, das hält der Akku nicht so lange, das weiß ich aber nicht. Das muss ich erstmal rausfinden. Und was ich auch richtig toll finde, ihr könnt hier diese Bürsten, da drückt ihr hier drauf und dann könnt ihr die rausnehmen. Also bei mir sind jetzt hier schon Haare dran. Könnt ihr rausnehmen, richtig reinigen und dann, falls ihr die mal feucht abbürstet oder so, zum Trocknen hinlegen und in der Zeit die anderen verwenden. Das finde ich persönlich mega genial. Auch, dass man es rausnehmen kann. Bei meinem Staubsauger, ich habe jetzt einen von Action. Der saugt nach einem Jahr nicht mehr die Butter vom Brot. Also das ist, ja, die halten halt eben nicht so lange. Hier kann ich zur Lebensdauer natürlich noch nicht sagen, muss ich erst probieren und gucken. Das wird die Zeit zeigen. Aber so jetzt auf den ersten Blick fand ich das schon mal mega. So, genug davon. Jetzt müssen wir putzen. So, bevor wir starten, zeige ich euch jetzt die nackige Wahrheit. Also ich wollte das extra so machen, dass ich euch wirklich zeige, wie es tatsächlich in echt ist. Also ich schäme mich ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen schlimmer. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, mit Schämung oder ohne. Wenn wir jetzt hier in mein Bastelzimmer reinkommen, ich versuche, dass ich nicht so viel wackel, habe ich jetzt hier in der Ecke meine Ohuhu-Marker. Die habe ich mir ja neu gekauft, das habt ihr im letzten Video gesehen. Und hier hatte mein Mann mir noch einen Maltisch angebaut. Ich zeige es euch gleich nochmal von Weitem, da sieht das besser. Weil ich niemals Platz hatte zu malen. Wer meine Roomtour kennt, der weiß, dass ich so viel Platz habe eigentlich, aber es ist alles zugemüllt. Es ist katastrophal. Hier, was da liegt, das war ein Überraschungspäckchen von der lieben Gudrun. Das können wir uns dann auch nochmal angucken, mache ich aber in einem anderen Video. Das liegt noch dort. Ich habe schon mal reingeschaut und mich auch bedankt bei ihr, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Auf jeden Fall, es ist egal, wo ihr hinguckt, jetzt müssen wir uns wieder drehen, es ist absolute Katastrophe. Ich wollte dann ein bisschen umorganisieren, jetzt haben die Stempel aber nicht da reingepasst, wo ich sie hinhaben wollte. Habe ich dann liegen gelassen, ich musste alles abbrechen, weil ich eben keine Zeit hatte, da weiterzumachen. Hier unten habe ich da Stricker gesucht, stehen gelassen, hier habe ich Müllbeutel. So, dann hier in der Ecke, wo ich meine Bilder mache, habe ich ein paar Projekte, die ich schon gefilmt habe, liegen. So, dann geht es hier weiter. Das zeige ich euch in einem Craft-Update, ich glaube auch im letzten Video. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht stürze. Also überall liegt Zeug rum, es ist schmutzig. Es ist
einfach, ja, Katastrophe. Und ja, ich zeige es euch jetzt einfach, egal was ihr von mir denkt. Aber so ist es nun mal. Ja, da sind angefangene Sachen. Hier habe ich in der Mitte nur den Platz freigeräumt, dass wir jetzt das Video machen können. Jetzt gehen wir noch mal von der anderen Seite. Hier oben, das war ein bisschen was von meinem Etsy-Shop. Da muss ich mich einmal drum kümmern, weil so kann das nichts werden. Ja, jetzt kann ich schon nicht mehr weiterlaufen, weil hier ein Hocker steht. Dann hatte ich, ich zeige es euch gleich, Moment, hatte ich mir hier diese Wagen gekauft von Action, diese Rascok Nachmacher. Da habe ich hier jetzt noch einen, der ist neu und unbeladen. Und ja, so zieht sich das durchs ganze Zimmer. Hier hinten habe ich hier auf dem Boden die Stanzen, meine Handstanzen. Dann hier hinten in der Ecke, das hier ist alles, was ich aussortiert habe. Hier habe ich so Gipsfiguren, die ich gemacht habe. Also es ist einfach nur schlimm. Dann liegen hier alles Papierreste. Dann hier unten auf dem Boden kann ich euch mal zeigen, das wird der Härtetest für den Staubsauger, ist Styropor. Da wollte ich was aus Styropor machen. Hab's dann liegen gelassen. Ja. Also hier nochmal so eine schöne Gerümpelecke und dann nochmal hier von der Seite. Also hier haben wir eine Menge zu tun. Dann, wo ich mich wirklich ganz schlimm schäme, hier unten drunter, das sind alles neue Sachen. Da sind Papiere, Stempel sind, glaube ich, auch noch dazwischen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin ist. Ja, also, ihr Lieben, also bitte verurteilt mich nicht. Aber so ist es jetzt und das wollte ich euch gerne zeigen und jetzt möchte ich mit euch zusammen aufräumen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass ihr ja einfach manchmal unter Zeitdruck seid und einfach Dinge liegen lasst, ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Und ja, bevor es losgeht, müssen wir auf jeden Fall die Haare wegmachen, weil ich kann nichts mit offenen Haaren machen. Außer an der Arbeit sitzen, aber wenn ich zu Hause irgendwas mache, muss das weg. Also ist jetzt nicht kein Modewettbewerb, sondern so wie ich putze. Ja, ihr Lieben, ich habe keine Lust. Ich bin maßlos überfordert, aber wir schaffen das. Los geht's. So, also ich denke mal, ich fange jetzt einfach mal hier mit einer Stelle an und räume die Sachen weg, die jetzt keinen neuen Platz kriegen. Und wo ich weiß, wo die hinkommen. Ich habe hier noch ganz viele Stempel, die ich benutzt habe und nicht sauber gemacht habe, weil, wie gesagt, ich etwas im Stress war. Ja, und so werde ich das jetzt machen. Also alle Sachen, wo ich den Platz weiß, die werden jetzt erstmal wieder dahin geräumt. Leider hatte gestern gar nichts mehr funktioniert. Also es ist jetzt der nächste Tag. Der Akku war leer, dann kam noch Besuch. Und ich habe das erste, was ich aufgenommen habe, da habt ihr gar nichts gesehen. Also ich habe jetzt diese eine, wo ihr jetzt gerade steht, das habe ich schon ein bisschen, ja, entrümpelt und wegsortiert. Ich hatte, glaube ich, schon gesagt, ich fange jetzt erstmal mit den Sachen an, wo ich genau weiß, wo das hinkommt und was auch dort bleibt. Aber so bestimmte Sachen muss ich eben auch einfach noch mal ein bisschen umorganisieren. Und so, wollen wir hoffen, dass wir heute ein bisschen weiterkommen. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Also ich habe mir inzwischen angewöhnt, dass ich mir ein Körbchen
hier hinstelle, wo ich Sachen hoch und runter nehme. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas habe zum Abwaschen oder so, das wie Stencils oder so, die schmeiße ich dann gleich immer in das Körbchen, dass ich es gleich wieder drunter nehme. So, und das ist ja natürlich dementsprechend voll, weil für die Jugendweihe-Bastelei habe ich halt viel unten gebraucht. Und so Dinge, die ich schon gleich wieder wegtun kann, räume ich jetzt direkt wieder an den Platz. Ich bin etwas überfordert. Ich habe jetzt beschlossen, ich fange jetzt erstmal hier an der Front an und werde jetzt erstmal das Gröbste hier wegsaugen. Erstmal ist es ja eine Entscheidung, was wir hier für einen Aufsatz benutzen. Ich habe hier gesehen, unten am Heizkörper hängt da extrem viel Spinnengetier und dann werden wir das mal ausprobieren. Ja, also, ein bisschen was ist schon drin. Was es mich stört, ist, dass man den Knopf festhalten muss. Ich weiß, beim Dyson ist es auch so, aber das stört, würde mich da auch stören. Also das ist, ach, das passt hier gar nicht so dran. Das ist was, was mich schon stören würde. Oder was mich ein bisschen aufregt. So, und jetzt, ich mache jetzt hier die Bürste rein, weil hier ist so viel Staub. Ich werde jetzt erstmal nur versuchen, die größeren Sachen aufzusaugen. Also das saugt sogar Papierschnipsel ohne Probleme auf. Ohne Probleme saugt er es auf. Ja, jetzt werde ich jetzt hier erstmal sortieren nach Müll, das Ganze abwischen und dann müssen wir sicherlich nochmal saugen. Ich wollte es jetzt nur mal probieren und hinten in der Ecke. Also weiter geht's. Hier ist jetzt die nächste Ecke. Ich habe jetzt hier aus meinem letzten Video von dem Haul Sachen liegen. Das ist schon ewig alt. Wusste ich jetzt auch nicht so richtig wohin. Und jetzt sortieren wir erstmal hier weiter. So, ich habe mir jetzt hier mal eine Box genommen und hier tue ich jetzt erstmal alles rein, was fürs Junk Journal ist. Da muss ich mir noch mal irgendwie ein Konzept überlegen, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber halt solche Dinge wie sowas, das muss ich mir dann erstmal überlegen und dann sortieren. Deswegen werde ich jetzt erstmal alles, was so Junk Journal Sachen sind, außer die fertigen, hier reinlegen.
Man sieht den Tisch schon wieder. Das ist schon mal viel wert. Hier solche dünnen Papiere, die hebe ich mir auf. Das nehme ich dann immer als Schmierzettel. So, ich mache mir jetzt noch eine Kiste, weil das wird sonst alles zu viel. Ich mache jetzt noch eine Kiste mit Stempeln und Stanzen, die ich mir so im Laufe der Zeit gekauft habe, jetzt in den letzten paar Wochen, die ich alle noch einsortieren muss. Also das ist eine ganze Menge. Da muss ich erst mal überlegen, es sind auch noch ein paar Stempel dabei. Da muss ich mir erst mal überlegen, wie ich das mit den Stanzen in Zukunft mache. Stempel ist klar, dabei bleibe ich. Stencils glaube ich auch. Und bei den Stanzen muss ich jetzt einfach noch mal überlegen, weil ich habe das ja, wie ihr wisst, hier hinten an der Wand. Und dann habe ich hier an dem Schrank hinten an der Wand noch was. Und da an der Wand. Ja, die Wände sind alle voll und deswegen muss ich mir da jetzt erstmal noch was überlegen. Und damit ich aber weitermachen kann, tue ich das jetzt alles erstmal hier in die Kiste. Genau wie hier unten das Papier, was ich euch am Anfang gezeigt habe, das muss jetzt auch erstmal in der Kiste bleiben. Einfach, dass ich erstmal weiter aufräumen kann. Ja, also. Nur mal zur Erklärung und jetzt geht's weiter. So, jetzt hier diese Ecke. Hier ist wieder alles Junk Journal. Da brauche ich jetzt mein Körbchen. Da kommt jetzt alles rein und das muss ich auch erstmal in Ruhe sortieren. Und mir auch ein Konzept überlegen. Hier haben wir ein paar Blümchen. Hatte ich mir jetzt erst neu gekauft, der soll eigentlich für Junk Journal Sachen oder Embellishment werden. Deshalb kommt es jetzt erstmal hier rein und das ist auch Baustelle. So, mir geht es jetzt aber in erster Linie darum, dass ich hier mal ein bisschen sauber machen kann und einigermaßen wieder laufen kann. So, jetzt geht es in dieser Ecke weiter. Jetzt habe ich hier diese Clear-Sticker benutzt und wollte aber gleichzeitig meine ganzen Deko-Sachen mal sortieren. Das ist dann die nächste Baustelle. Mein Embellishment-Schubfach. Also so, da wurde jetzt einfach nur immer alles reingepfeffert. Ja, und das muss ich auf jeden Fall ändern. Und deshalb wird das wohl eine längerfristige Geschichte hier. So. Nächste Fläche ist frei, das wische ich jetzt noch ab und dann soll es das erstmal für mich für heute gewesen sein, weil jetzt muss ich erstmal was zu essen machen und dann nach dem Essen habe ich immer keine Lust mehr. Kennt ihr das? Wenn man dann so die Lähmung nach dem Essen erreicht hat. Aber ich bin schon mal mega zufrieden, was ich geschafft habe. Auch wenn es jetzt erstmal nur wirklich das Grobe ist, weil das Sortieren, wenn euch das interessiert, würde ich das in einem extra Video machen, weil das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Wir machen morgen, nehme ich an, dann hier drüben das weiter und hier vorne und da unten, das muss alles nach unten, das passt aber jetzt nicht hier in mein nach unten
Obstkörbchen. Da muss ich mir ein größeres besorgen. So, also. Ich denke mal, einen kleinen Unterschied kann man schon erkennen. Hier habe ich alles so Blümchen und ausgestanzte Sachen, die ich mal gemacht habe. Ja, ist eben so ganz viel Kleinkram. Dort im Fenster sind noch Kärtchen, die ich mal angefangen hatte. Ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier noch saugen und den Müll mit runternehmen. Hier ist jetzt auch schon bedeutend weniger geworden. Also ich kann wieder hier einmal ringsrum laufen. Das war ja bisher nicht möglich. Ja, also ich werde jetzt noch das geschaffte Stück schon mal saugen und dann machen wir morgen weiter. Also ihr nicht, ihr dann direkt gleich. Aber ich muss den erstmal essen. Hier bei diesem Staubsauger habt ihr immer einen roten Punkt. Das habe ich eben erst gesehen. Seht ihr den? Ja. Habt ihr immer so einen roten Punkt, wie ihr das dann zusammenstecken müsst? Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Teil hier unten saugt. Ich will euch das mal kurz zeigen. Also hier ist wirklich grobe Schnipsel. Dann ist hier alles Styropor, weil ich was aus Styropor machen wollte. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das Teil so saugt. Ich kann euch ja mal hier unten hinstellen, damit ihr das genau beobachten könnt. Weil sonst nützt euch das ja nichts, wenn ihr das nicht seht. Also, härtefest bestanden, würde ich sagen. Die ganz großen Schnipsel. Okay, hier so ein dickes Stück Pappe. Das darf er ausspucken, denke ich. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So, ihr Lieben, erstmal bis morgen für euch. Bis gleich. So, ihr Lieben, Tag 3. Also bei uns ist es so warm. Und eigentlich würde ich lieber das machen, was mein Mann mit den Kindern macht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ein ganz kleines bisschen. Ganz da hinten, die baden nämlich schön. Aber ich darf nicht baden, ich muss jetzt erstmal hier fertig werden. Also wir haben schon mal ganz viel geschafft, gell? Das wollen wir mal festhalten. Also hier hinten haben wir ja noch die Gerümpelecke mit unfertigen Sachen. Aber ich würde sagen, das hier sieht schon mal gut aus. Da hinten, das ist noch Verkauf, wo ich eigentlich so Junk Journal Kits machen wollte, weil das von einigen gewünscht war. Hier oben, das ist, was ich bei Etsy eingestellt habe. Das werde ich auch erstmal so lassen. Also, wie gesagt, eine Grundsortierung muss ich sowieso machen. Also, da geht kein Weg dran vorbei. Aber wie gesagt, erstmal das Grobe. Das ist das Körbchen, was mit runterkommt. Und jetzt haben wir hier noch das zum Wegräumen. Die Ecke. Dann hier, wo ich meine Fotos immer mache. Hinten die Malecke und hier unten das. Aber es ist jetzt nicht mehr ganz so viel und ich denke mal, das schaffen wir heute noch, damit ich dann auch mal wieder basteln kann. So, ich stelle euch jetzt hier ab. Hier stelle ich euch hin und dann geht's gleich weiter. Jetzt die letzte Ecke, mein Maltisch.
jetzt bringe ich hier den Haufen runter in mein Lager, wo ich so Holzsachen aufbewahre und bringe den Müll raus. Dann muss ich noch saugen und dann ist das Grobe erstmal geschafft. So, also das war alles hier in meinem Zimmer. Es war allerhöchste Eisenbahn. Aber ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ja, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz, was wir alles geschafft haben. Ich drehe euch noch mal. Also, im Großen und Ganzen ist jetzt alles wieder einigermaßen in Ordnung. Es wird nicht lange anhalten, aber ja. Das war jetzt erstmal mein Grobputz. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, weil dann weiß ich, okay, das, was ich so mache für euch, das gefällt euch. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ich bestimmte Dinge neu organisiere oder ihr generell solche Organisationsvideos noch sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann nehme ich euch natürlich gerne mit. Und ich werde jetzt noch ein Hochzeitskärtchen basteln. Da habe ich nämlich einen Auftrag bekommen. Und dann habe ich noch ganz viele andere schöne Sachen. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt erstmal. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst mir gerne ein Feedback da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.